erschienen. Sie haben uns noch nicht gesehen. Ich sollte mal scannen. Ich habe diese Maschine. Wühler. Ein Wühler. Den kenne ich nicht. 2 von 43 Maschinen. Das sind einige mehr. Ein weniger Plünderer, der häufig in Hell unterwegs ist. Ein wendiger Plünderer. Er kann abgerissene Maschinenteile schnell zerstören, Gegner weißen oder Schockangriffe aus der Distanz abfeuern. Frostschaden. Tausendhülle. Energiefülle der Primärwaffe. Ablösen, um Zünder sammeln zu können. Oder mit einem Schockfall abschießen und zur Explosion bringen. Ah, hier haben sie die Steuerung besser gemacht. Bei Zero Dawn war es irgendwie Y und Z. Er sieht jetzt gleich seinen Kollegen. Na, wie macht's die klassische Tour? Sicher. 7 Tankkills. Was haben wir hier? Alles einsammeln. Ich glaube, ich bin bei Zero Dawn im Becken mit über 500 Holz rausgegangen. Sie haben alle ihre Geheimnisse, aber jeder Ort ist anders. Ja. Wir werden mit ihr noch konfrontiert werden. Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ja, sie werden stärker. Und häufiger. Also die Stürme und die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen? Das sollst du alles gerade biegen? Ja. Ja. Aber das geht nur, wenn ich das Backup finde. Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Wir müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch. Ach, kann man nicht kaputt machen. Sichtbare Mauer. Was ist denn das?
Audio. Daten. Du kannst sie mit dem Fokus scannen. Mal sehen. Oh. Die Daten erwähnen Technologie, die Frau Zenith mit Zero Dawn getauscht hat. Das schaue ich mir später genau. Zusammenfassung des Verantwortlichen des Hohen Rats. Die Verhandlungen mit den Vertretern von Zero Dawn sind abgeschlossen und ich bin ausgesprochen erfreut, dass wir uns auf ein beiderseitiges Abkommen einigen konnten. Es zeigt, dass Zuckerbrot für gewöhnlich besser wirkt als Peitsche. Im Gegensatz zu den wenig taktvollen Vorschlägen einiger unserer eher reaktionären Mitglieder. Zusammengefasst liefert Frau Zenith eine Kopie des Prototyp Homer-Archivs bereits gesendet. 500 Ektogenese-Kammern, Klammern, müssen aus dem Lager unseres Nima-Anlage beschafft werden. Zusätzliche Ektogenese-Forschungsberichte. Im Gegenzug erhält Frau Zenith in der Woche vor dem Start der Odyssey eine Kopie des Alpha-Bilds der Apollo-Datenbank. Das ist das komplette gespeicherte Wissen der Menschheit. Apollo. Unsere Einschätzung des Zero Dawn-Zeitplans zufolge sollte sie zu diesem Zeitpunkt ein fast vollständiges Archiv des menschlichen Wissens sein. Da steht sogar, sollte beachtet werden, dass Dr. Sobek nur sehr ungern dazu bereit war, aber ich habe ihr klar gemacht, dass dieser Punkt nicht verhandelbar ist. Als unser loyaler Medienvertreter werde ich weiterhin sämtliche öffentlichen Gespräche mit Dr. Sobeks Team führen, während Daten beschädigt. Darüber, woher sie ein Backup haben. Ich halte Ausschau nach mehr Daten. Tu das. Wir müssen wohl hochklettern. Ich dachte gerade schon, das wäre eine Leiter. Alles okay? Ja, geht schon. Ja. Da gehen wir eher nicht lang. Ich kann hier doch hoch. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Da beim Tisch ist noch eins von den leuchtenden Dingern. Ich dachte, ich muss erst die Tür aufmachen. Das Ding auf dem Tisch irgendwas. Terraforming-System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobek. Mit der Hilfe von neuen Unterfunktionen ist Gaia, der Kern des Systems, in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln, was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Phaistos Minerva, Apollo, Eta et Nemesis Demeter. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige... Drei davon kennen wir schon. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobek selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt, was nicht stimmt. Frau Zenith hat Gaia gestimmt. Es wäre auch viel zu nett gewesen, sowas Mächtiges einfach abzugeben. Ja, also. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst
du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Das ist ein Computerprogramm. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt... Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? Sie haben die Kopie einfach geklaut. Die Sache ist ja, ob diese Gaia-Kopie... Also... Die kennen uns ja gar nicht. Aloy, hier drüben. Ich hab was Nützliches. Es ist ja eine andere Gaia. Eine eigene Intelligenz, die denkt wahrscheinlich gleich dann, wir wären Sobek. Eine Waffe. Danke, Val. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Rostsprengschleuder. Alle Waffenklassen erlangt, 2 von 9. Sprengschleuder feuern Bomben mit großer Flächenwirkung ab. Diese Waffe feuert Frostbomben ab. Verwende sie dabei Gegner, um sie in Brüchigzustand zu versetzen. Gegner im Brüchigzustand sind anfällig für Stoßschaden. Moment. Ich dachte gerade schon, irgendwie müssen es an der Tür verwenden. Hier unten. Hier lang. Draußen. Gut. Da, das muss die Maschine sein. Und sie ist in die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Das ist eine große Schlange. Noch so eine Maschine. Ich werde die neue Waffe ausprobieren. Wühler. Und zufällig schwach gegen Eis. Und hat Bauteile abgerissen. Ich hätte jetzt eigentlich mit einem Speer angreifen müssen. Sie hatten keine Chance. Ja, diese Maschine greift mit Säure an. Also, dieses Backup ist die letzte Hoffnung. Ja. All die Orte, an denen ich zuletzt war, dort sollte es mehr Backups geben.
Vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehörte er auch zu Frau Sine? Nein, zu Redorn. Oder vertausche ich das jetzt? Oder vertausche ich das jetzt? Na nee, Ted Farrow war der Typ, der die alle ausgelöscht hat. Er wollte das alles gar nicht. Der wurde ja von Rubik quasi erpresst, das alles zu bezahlen. Er war ja in der Kriegsforschung da tätig und hat Maschinen für den Krieg gebaut. Ich finde gut, dass sie sich endlich mal festhält und hochklettert. Wahrscheinlich sehr viel jetzt wieder übersehen. Oh, eine alte Maschine. Also eine richtige Kampfmaschine. Ist das ein Flugzeug oder was ist das? Kehre bei aktivierten Fokusgegnern mit linke Maustaste. Acht. Ah, da war ja noch eine. Oh. Weg. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen da hoch. Direkt durch die Mauer. Was ist hier drin? Ich wusste gar nicht, dass es hier noch reingeht. Da versteckt sich noch eine Maschine. Da hinten ist eine Leiter. Ja, ich habe das schon ausgemacht. Hoch. Sag doch mal, so eine
fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich hab sie noch. So, na, das war die Kriegsherrin. Ich auch nicht. Die wir als allererstes kennenlernten, als wir aus dem Becken raus sind in Sivordan.